20-Jährige weiß auch, warum. Die Plattenfirmen haben sich wirklich gegen die Künstler verschworen. Sie stehlen, sie schummeln und sie machen, was sie wollen. Vor allem mit den schwarzen Künstlern. Was ist denn mit Michael Jackson los? Jahrelang lässt er sich kaum in der Öffentlichkeit blicken, haucht gerade mal ein I love you über die schmalen Lippen und jetzt das. Jacko jagt von einem öffentlichen Auftritt zum nächsten. Er pöbelt, er schimpft auf die ganz Großen im Musikbusiness. Bereits vor knapp 3 Wochen hat er sich bei einem Fantreffen in London richtig aggressiv gezeigt und gehörig über seine Plattenfirma gewettert. Sony hat an mir viele Millionen Dollar verdient. Scheinbar haben sie gehofft, dass ich immer schön singe und tanze. Aber jetzt, wo ich anfange zu denken, bewerfen sie mich mit Dreck. Eigentlich haben die Plattenbosse Jacko eher mit Millionen beworfen. Aber den einst so unbestrittenen Platz auf dem Pop-Olymp, den hat der Erfinder des Moonwalks zweifellos verloren. Das letzte Album ein totaler Flop. 25 Millionen Dollar Produktionskosten, aber keiner wollte es haben. Das lässt Michael in die Offensive gehen. Auf einer Pressekonferenz im New Yorker schwarzen Viertel Harlem setzte er noch eins drauf. Sony Tommy Mottola. Er ist der Präsident der Plattenabteilung. Er ist böse, ein Rassist und richtig teuflisch. Der Teufel in Person, wie Jackson seinen zukünftigen Ex-Boss Tony Mottola bezeichnet, war jahrelang sein größter Förderer. Nach der Pressekonferenz zog Michael vor die Zentrale des Musikkonzerns und schwenkte Plakate. Sony bezeichnete unterdessen die Vorwürfe als albern, gehässig und verletzend. Sie seien entsetzt, dass Jackson in seinem ewigen Drang nach Publicity so tief sinkt. Ein offener Schlagabtausch. Aber das einzige Denkmal Michael Jackson bröckelt weiterhin gewaltig. Ja, schön klatschen und danach hoch mit dem heiligen Bildchen. So demonstrierte Michael Jackson jetzt in New York mal wieder gegen seinen Plattenboss Tony Mottola, den Jacko als teuflisch und rassistisch bezeichnet. Und ganz Amerika fragt sich, dreht der King of Pop jetzt völlig durch? Denn erst bei seinem Wahnsinnskreuzzug gegen Mottola gar nicht mehr zu bremsen. Jacko ist sauer, weil seine Platten nicht richtig laufen, aber vielleicht liegt's ja gar nicht am Chef. Michael Jackson hat am Dienstag in New York erneut Vorwürfe gegen die Musikindustrie erhoben. So sprach er wieder von einer Verschwörung gegen schwarze Künstler. Seine Plattenfirma Sony reagierte inzwischen auf Jackos Anschuldigungen. Gegenüber der Zeitung New York Daily News machte das Label nicht mangelnde Promotion für Jackos schleppende Plattenverkäufe verantwortlich, sondern die seit 1993 existierenden Pädophilie-Vorwürfe. Diese würden laut Sony viele Plattenkäufer in Amerika abschreckt. Mesteren selv dukker først op nogle timer før koncerten i morgen. Men inden han betræder scenen i et orgie af lys og lyd arbejdes der hårdt. Michael Jackson has always flaunted his image as a modern-day Pied Piper, a fondness for children born out of the childhood he says he never had. So perhaps it shouldn't be surprising that recently the King of Pop made a late-night visit to a video store, seeming particularly fascinated by the kids section. Michael was like a little kid on Christmas morning. I mean, the way he was shopping in there. Cameraman J.D. Legere shot this exclusive footage of the gloved one shopping spree at Dave's Laser Place in L.A. Legere says Jackson showed up in rather conservative wear, other than wearing the unnecessary dark glasses. The Thriller received the red carpet treatment at the store, which was kept open after hours so the embattled pop star could shop in privacy without paparazzi. He was followed by an employee with a bin on a cart, and then he just handed Laserdisc after Laserdisc to the employee. Jackson got dozens of Laserdiscs, costing about $40 a pop. Included in his selections was Disney's Goofy movie. The great outdoors to strengthen the bond between father and son. He also seemed mesmerized by a video playing on the store big screen while he shopped, Snow White and the Seven Dwarfs. But one of Jackson's choices was much more serious. And one of the movies that Michael Jackson selected was called The Cure, and it's about a young boy with the HIV virus. She's afraid that they might not find a cure in time. The King of Pop clearly enjoyed himself and made no attempt to keep his shopping spree secret. And when his hour and a half visit was over, Jackson simply left the store, driven away into the night by his chauffeur.